Herzlich willkommen auf meinem Kanal Red Square. Ich bin Boris und es ist mal wieder ein neuer Netflix-Film erschienen und zwar Trigger Warning mit Jessica Alba in der Hauptrolle. Und ich werde euch ja zumindest meine Sicht verraten auf diesen Film und natürlich versuchen, spoilerfrei euch zu sagen, ob sich der Film lohnt oder eher nicht. Und damit würde ich auch schon sagen, gehen wir ab zum Film. Sollen wir? In Trigger Warning ist Jessica Alba als Elitesoldatin Parker zu sehen. Nachdem sie erfährt, dass ihr Vater verstorben ist, bricht sie ihren aktuellen Einsatz in Übersee ab und kehrt in ihre Heimatstadt zurück. Als sie dort Wind davon bekommt, dass beim Tod ihres Vaters nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, will sie die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Am Ende beschützt sie nicht nur die Bar, sondern die ganze Gemeinde, bevor alle in einer Gewaltspirale enden. Trigger Warning ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahre 2024, erschienen bei uns auf Netflix in Deutschland am 21. Juni 2024 unter der Regie von Muli Suria. In der Besetzung haben wir hier Jessica Alba, Anthony Michael Hall, Tone Bell, Mark Webber, Jake Weary, Gabriel Basso, Kaivi Lehman, Harry Dillon und Alejandro de Hoyos. Genretechnisch haben wir hier einen Action-Thriller mit einer Altersfreigabe, so hat es zumindest Netflix gelistet, ab 16 Jahren und einer Laufzeit von 107 Minuten. Ja, schaut man sich jetzt mal die Zahlen an oder die Watchtime, sieht man, dass Trigger Warning auf Netflix durchaus erfolgreich scheint. In Deutschland stieg er direkt auf den ersten Platz ein und hält sich dort bereits seit seiner Veröffentlichung am Freitag letzte Woche dauerhaft. Der Actionfilm über eine Elitesoldatin, die ein dunkles Geheimnis aufdeckt, begeistert also das Publikum, sollte man meinen. Doch obwohl Trigger Warning offensichtlich erfolgreich ist, gibt es jede Menge Kritik. Das sogenannte Watch-Ranking von Netflix täuscht hier den Zuschauer extrem. Bei Rotten Tomatoes erreicht Trigger Warning nach mehr als 250 abgegebenen Bewertungen aber lediglich ein Audience Score von 16%. Und die Filmfans werden in ihrer Kritik teils sehr deutlich. Viele geben Trigger Warning nur einen Stern. Manche können sich gerade einmal zu einem halben durchringen. Die häufigste Kritik: grottenschlechte Action-Szenen. Und hier muss ich mich leider selbst ebenfalls anschließen. Man fragt sich, wie ein Film mit dem Titel Trigger Warning eine so langweilige Geschichte erzählen kann und darauf so extrem warten lassen kann, dass Action passiert. Langweilig, flach und teilweise kitschig. Lasst euch von der mit Action gefüllten Anfangsszene nicht in die Irre führen. So ein Zitat zum Beispiel auf Rotten Tomatoes. Sucht euch einen besseren Film, den ihr gucken könnt, heißt es in einer dieser Bewertungen. Der Plot des Films fühlt sich wirklich unglaublich schlecht an und zieht sich teilweise extrem wie Kaugummi, aber ohne jeglichen Geschmack. Die schauspielerischen Leistungen, ja. Leider aller Darsteller, auch von Jessica Alba, sind teilweise bei mir mehr wie unterirdisch anzusiedeln. Trigger Warning ist ein filmischer Verkehrsunfall. Der einzige Grund, den Stream nicht vor Ablauf der rund 106 Minuten oder 107 Minuten Spielzeit abzubrechen, ist die Hoffnung, dass die Geschichte irgendwann so etwas wie einen unerwarteten Twist präsentiert. Als geneigter Actionfilmfreund kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sich eine Handlung wirklich so unfassbar öde und vorhersehbar dahinschleppt. Da muss doch noch irgendetwas kommen. Irgendetwas, das nicht schon 5 Minuten vor seinem Geschehen auf der To-Do-Liste erscheint und dann tatsächlich so abgehakt wird wie vorhergesehen. Doch nichts dergleichen geschieht. Die Regie wirkt von Anfang an überfordert. Muli Suria heißt die Regisseurin und sie darf von sich behaupten, die erste Indonesierin zu sein, die in den USA einen Film inszeniert hat. Das indonesische Kino hat seit The Raid, was ihr ja übrigens auch auf meinem Kanal finden könnt,
2011 auch hierzulande durchaus Fans gefunden. Indonesische Actionfilme gelten als hart, gnadenlos und jugendgefährdend. Zumindest, wenn man den Freigabebescheiden der FSK folgt. Ja, man haut sich hier und da auf die Nase, es gibt sogar etwas Martial Arts Choreografie, doch auch für diese Szenen gilt, einen Rhythmus erzeugt hier gar nichts. Schnitt, Musik, Kamera, es wackelt nichts, die Bilder sind scharf, die Noten werden getroffen. Für einen packenden Thriller ist das jedoch viel, viel zu wenig. Der Film war zumindest in meinen Augen 107 Minuten Zeitverlust, die ich leider nicht mehr wiederbekomme. Und das war definitiv zu wenig. Und daher gibt es von mir wirklich die, ja, leider schlechteste Bewertung auf diesem Kanal. Und zwar 2 von 10 möglichen Filmrollen. Und beim Thema, wer streamt das? Ja, brauchen wir uns oder halten wir uns mal einfach kurz. Es ist eine Netflix-Eigenproduktion und daher findet ihr natürlich den Film kostenlos im Abo bei Netflix zum Streamen und macht euch natürlich im schlimmsten Fall selbst ein Bild davon. Ja, und wir kommen hiermit zum Ende von meiner Review zu Trigger Warning. Habt ihr den Film bereits gesehen? Stimmt ihr da mit meiner Meinung ein, dass der Film einfach unfassbar langweilig ist und Jessica Alba alles andere als eine gute Figur in diesem Film macht? Hier unten alles in den Kommentaren bitte. Ich war wirklich megamäßig enttäuscht von diesem Film und ja, er wird wohl nicht mehr von mir geschaut werden, weil es lohnt sich einfach nicht. Und hier muss Netflix einfach viel mehr rausholen und auch viel Besseres liefern, denn sie können es. Aber hier, ja, können wir so bleiben. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Und ich würde sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Film und der wird, denke ich, auch besser ausfallen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.